Lydia. Ich wollte gerade gehen. Ja dann. Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Hey, was ist denn los? Hey. Mein Gott, du zitterst. Ja, komm. Der ist doch weg. Brauchst du überhaupt keine Angst mehr vor dem zu haben. Warum war er hier? Doch, was weiß ich. Hat mir ein paar Fotos gezeigt, wollte, dass ich ihn als Pressefotograf engagiere. Der hat vielleicht Nerven. Deshalb war er hier? Was ist los? Geht's dir nicht gut? Was willst du? Tut mir leid, wenn ich dir vor ein bisschen Angst eingejagt habe. Aber diese kleine Lektion war notwendig. Das verstehst du, oder? Was willst du? Dich beschützen. Dir helfen, wieder den richtigen Weg einzuschlagen. Ich brauche keinen Beschützer. Lydia. Lydia. Du untergehst deinen Ehemann. Ich mache wirklich Sorgen um dich. Was ich mache, geht dich überhaupt nichts an. Das stimmt nicht. Und das weißt du auch. Selbst wenn ich wollte, ich kann ein unzüchtiges Treiben nicht einfach ignorieren. Du musst dir doch helfen, mir auf den Pfad der Tugend zu gelangen. Hör auf damit. Nein, Lydia, nicht ich. Du musst damit aufhören. Und das schaffst du auch. Da bin ich mir sicher, mit meiner Hilfe. Keiner im Haus, wir haben freie Bahn. Wir müssen reden. Wir können so nicht weitermachen. Ach, hier ist es mal wieder so weit. Hör mal, wenn das deiner Sehnsucht nach mir auf die Sprünge hilft, dann mach mal eine kleine Pause. Ich würde sagen, vielleicht 2 Tage maximal. Wir wissen doch beide, dass du mich willst. Nicht mehr. Was denn? Also wieder was mit diesem Jens Kramer zu tun? Hör zu, ich habe doch gesagt, ich kümmere mich um den. Ein Wort von mir und der Kerl lässt sich in Ruhe. Es hat nichts mit Jens zu tun. Diese ganze Heimlichtuerei und dieses ständig schlechte Gewissen. Ja, richtig. Genau das macht das so schön spannend. Auch wenn es nicht in deinen Kopf geht. Ich liebe Sebastian. Ach, jetzt hör doch auf mit dem Schwachsinn. Wir wissen doch beide, dass das nicht stimmt. Du und Sebastian, eure Ehe ist gescheitert. Sieh doch ein Blinder. Es ist mir egal, was du denkst. Akzeptier meine Entscheidung und lass mich in Ruhe. Ernst? Holz ist einer der wichtigsten Rohstoffe überhaupt und wir verfügen über 10.000 Hektar Wald. Wie? Ist das viel? Naja, also jedenfalls so viel, dass bei der richtigen Vermarktungsstrategie wir in wenigen Jahren profitabel arbeiten können. Ja, wenn dir mal nicht der Holzwurm dazwischen kommt. Ich bitte euch, das ist doch Kinderkram. Naja, zum Glück habe ich mit all dem bald nichts mehr zu tun. Und nachhaltig ist das Ganze wodurch? Dass man nur so viel Holz verarbeitet, wie auch wieder nachwächst. Alles andere wäre unter ökonomischen Gesichtspunkten auch völlig unsinnig. Wenn ihr mich fragt, ist das ganze Projekt unter ökonomischen Gesichtspunkten unsinnig? Denkt ihr alle so? Alle Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit. Ich bitte euch, wir sind doch keine Forstwirte. Ansgar, was meinst du als Geschäftsmann? Ach, wisst ihr, ich finde, das klingt doch alles recht hübsch. Mit Holz kann man sicherlich jede Menge Geld verdienen. Ich frage mich nur eins. Wie willst du dein großes Projekt eigentlich finanzieren? Du bist doch pleite. Euch fehlt einfach der finanzielle Rückhalt, um ein solches unternehmerisches Risiko einzugehen. Wo ist das Risiko? Der Wald wächst. Ja, aber ihr habt doch keinerlei Infrastruktur, keinerlei forstwirtschaftliche Einrichtungen. Von der Weiterverarbeitung mal ganz zu schweigen. Selbst wenn dem so wäre. Euch fehlt einfach das Geld. Oder willst du vielleicht Tanja anpumpen? Ach, was reg ich mich eigentlich auf? Ich bin sowieso bald raus aus der ganzen Nummer.
Nein, ich habe etwas ganz anderes vor. Ich werde Königsbrunn beleihen. Du willst eine Hypothek aufnehmen? Ja. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Du siehst müde aus. Wundert dich das? Wie sagt man so schön? Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Du hast meinen Rat also befolgt. Sehr schön. Du wirst sehen. Wenn du erst auf dem Vater Tugend zurückgefunden hast, dann wirst du ganz neue Kräfte in dir entdecken. Ich weiß, wovon ich rede. Du sprichst von Tugend. Die Therapie, Lydia, die hat einen ganz neuen Menschen aus mir gemacht. Und ich bin froh, etwas davon an dich weitergeben zu dürfen. Du weißt ja, wie wichtig du mir bist. Hast du es? Ja. Du darfst jetzt gehen. Und? Was wollte Ludwig? Euch auf den neuen Sparkurs einschwören? Das werde ich dir garantiert nicht auf die Nase binden. Ein schottischer Single Malt. Genieß ihn, solange du ihn noch leisten kannst. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Ihr Plan ist gut. Die Kinder sehen das offensichtlich anders. Papa ist ein erfahrener Geschäftsmann. Darf ich dich kurz daran erinnern, dass er gerade erst die Pleite der Lahnsteinbank verschuldet hat? Das war doch nicht seine Schuld. Sorry, aber ich will nicht auch noch unser Zuhause verlieren. Ich wäre bereit, dein Taschengeld aufzubessern. Gegen ein gewisses Maß an Loyalität. Träum weiter. Gut. Dann steig auf Weinbrand um. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber wir können doch nicht nur auf unsere 40% Firmenanteile bauen. Nicht, solange Tanja Mehrheitseignerin ist. Tja, aber Tanja abhängig zu sein, das ist alles andere als eine angenehme Vorstellung. Und deshalb haben wir keine andere Wahl. Du und Sebastian, eure Ehe ist gescheitert. Das sieht doch ein Blinder. Das sieht doch ein Blinder. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles durchstehen würde ohne dich. Es wird alles wieder versprochen. Hoffentlich. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ist Papa noch nicht da? Der macht einen kleinen Spaziergang, um den Kopf frei zu kriegen. Ja, genau. Der ist im Wald und umarmt einen Baum und lässt sich von ihm Trost zusprechen. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. In welcher Richtung ist das Schloss? Da lang. Ach, da. Danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich liebe das Leben. Das ist Papas Platz. Jetzt nicht mehr. Wo bleibt mein Assam? Ich werde sofort Order geben. Ach, und Justus. Ab heute keine frischen Feigen mehr. Die kann sich Graf Ladenstein nicht mehr leisten. Wann hast du darüber zu bestimmen? Seit ich entscheide, wie viel Geld euch aus der Firma zufließt. Also, meine Lieben, seid lieber nett zu mir.